Herzlich willkommen bei der Pflaumenfamilie. Ich bin Louis und das ist meine Mutter Kerstin. Wusstet ihr, dass allein in Deutschland 20% der Menschen unter Verstopfung leiden? Heute geht es in unserem Video um das Thema Lachsplan. Aber sag mal, Mama, warst du heute eigentlich schon? Ja, ich habe auch gestern Abend eine dieser famosen Lachsplumps gegessen. Unsere Mission ist es, hier kommt unser Teller, von den Kötteln zu unserer Glückswurst. Genau, und da kommt jetzt die Lachsplump ins Spiel. Sie ist eine grüne, fermentierte Pflaume, die so auf 1000 Meter Höhe in Südostasien wächst. Sie wird nach der Ernte mehrere Monate lang fermentiert, anschließend getrocknet und dann noch ummantelt. Die Ummantelung besteht aus Oolong-Tee, grüner Tee und den berühmten Sickle-Pot-Samen. Ja, und das alles zusammen führt dazu, dass ihr mit der Lachsplum erfolgreich plumsen könnt. Ja. Ich weiß noch, wie wir die eigentlich gefunden haben, die Lachsplum. Wir waren ja beim Fastenwandern. Und zum Fasten gehört ja die Darmentleerung. Und wir wussten, also wenn du fastest, dass es eigentlich nur zwei herkömmliche Methoden gibt, um den Darm zu entleeren. Das war einmal der Einlauf. Das finden die meisten Menschen gruselig. Und dann gibt es das Glaubersalz. Das schmeckt nicht und es wird auch nicht von allen Menschen vertragen. Ja, man kann da sogar unter Schwindel dann oder Schwindelgefühl bekommen, ne, ab und zu. Also einfach keine schöne Sache. Ja, Fasten ist ja sowas Gesundes für den Körper. Und da dann Glaubersalz oder Einlauf, wir haben einfach gedacht, das passt nicht so gut. Ja. Ja, genau. Macht auch so den Darm total leer. Ne? Ist ja auch die Frage, ob man das haben will oder nicht. Jedenfalls hatten wir gehört, dass es in Südostasien eine Pflaumensorte geben soll, die auf ganz natürliche Art wirkt. Jetzt bekommen wir oft die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Lachsplum und herkömmlichen deutschen Trockenpflaumen? Ja, hier sind sie. Und der größte Unterschied ist tatsächlich, von den deutschen Pflaumen müsste man schon wirklich eine große Menge essen, um eine Wirkung zu erzielen. Viele kennen das noch so von der Oma. Und bei der Lachsplum ist es so, dass eine Pflaume reicht. Das stimmt. Wie nimmst du sie denn ein, die Pflaume? Um den größten Plumpserfolg zu haben, ist es wichtig, die Pflaume auf leeren Magen zu konsumieren. Ganz wichtig, aufpassen, die Pflaume enthält noch einen Kern. Ja. Anschließend viel trinken, trinken, trinken und dann eben entweder abends vorm zu Bett gehen oder morgens vorm Frühstück und dann kommt der Plumpserfolg. Kannst du auch nochmal sagen, wie wir sie hier aufbewahren? Ja, unsere Pflaumen gibt es in drei verschiedenen Größen. Einmal die 9er Größe. Auch ganz gut zum Reisen eigentlich, ne? Warum? Ja, viele Menschen, die reisen, können nicht aufs Klo. Ja, passt überall rein, so eine kleine Packung Pflaumen. Sonst gibt es die noch in 15er oder 30er Paketen für die Menschen, die auch noch länger konsumieren möchten. Ja. Und haltbar sind sie auch lange, oder? Ja, über 2 Jahre. Und was ich sagen wollte, noch zum Aufbewahren, du kannst sie hier drin direkt aufbewahren, ne? Ja. Weil die Pflaumen müssen ja feucht gehalten werden. Und diese Tüten sind wieder verschließbar. Ja, und jetzt fragt ihr euch noch, für wen sind diese Pflaumen alle geeignet? Ja. Natürlich sind sie super zum Fasten, aber eben auch für Leute, die unter Verstopfung leiden. Ja. Ganz klar. Und für Menschen, die reisen. Und auch, wenn es dir einfach mal, wenn du denkst, dein Bauch ist so voll und möchtest darmfrei, kopffrei haben. Genau. Falls ihr Fragen habt, kontaktiert uns immer gerne. E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Webseite. Und sonst wünschen wir euch einen schönen Plumpserfolg mit der Lachsplum. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Infos, die ihr braucht. Falls nicht, kontaktiert uns bitte per Mail, per WhatsApp, wie ihr möchtet. Sehr gern schicken wir ein Probepaket los. Ja, die Bestellmöglichkeiten sind, glaube ich, auch klar. Entweder in unserem Händlerbereich
oder auch per Bestellformular. Falls ihr Fragen habt, immer her damit, oder wenn eure Kunden und Kundinnen Fragen habt, auch immer gerne an uns weiterleiten. Ja. Und ansonsten sehen wir uns ja vielleicht mal bei einem gemeinsamen Mittagessen hier in Hamburg. Das stimmt, kommt mal vorbei. Vielen Dank euch.